Servus und grüß euch zu einer neuen Easy German Episode aus Wien. Heute wollen wir mal herausfinden, was so richtig typisch österreichisch ist. Und dazu befragen wir heute die Leute da am Karlsplatz. Los geht's! Na, unsere Frage heute ist, was ist typisch österreichisch? Alles, was euch einfällt. Schnitzel. Genau. Dirndl. Habt ihr Dirndl? Sehr Dirndl, ja. Ja, und wann zieht... Ich komme aus See. Voll schön, zum Kirchtag. Aber ziehst du das sonst da an oder nur zum Kirchtag? Ja, am Sonntag in die Kirchen. Ja, was? Nein, ich war jetzt nur überrascht. Ja, voll cool. Das heißt, du gehst jeden Sonntag mit Dirndl in die Kirchen. Das soll er glauben. Nein, wenn ich bei meinen Eltern in der Steiermark bin, dann gehe ich in die Kirchen. Mit Dirndl? Ja. Super. Und bei dir? Ich nicht. Hast du ein Dirndl? Ja, aber ich ziehe es nicht wirklich an. Ja, nur am Volksfest in Oberösterreich. Nur am Volksfest. Was ist typisch österreichisch? Keine Ahnung. Wandern zu gehen. Mhm. Gehst du gern wandern? Ja, es geht. Und dann auch noch sehr früh aufwachen und irgendwelche Termine anstellen. Für sehr früh, für zu früh. Und ja, keine Ahnung, so für Kaffee irgendwo hinausgehen, auf jeden Fall. Was vielleicht typisch österreichisch ist, sind so diese Kompromisslösungen, was so geht schon irgendwie und machen wir schon und mal schauen wir mal und schauen so. Mal. Also das wäre was typisch österreichisch, also nicht so klar und präzise wie vielleicht jetzt unsere deutschen Nachbarn oder so. Sehr freundlich, pünktlich und über Umwelt sehr bewusst. Mhm. Ja. So immer über Plastik oder Plastikbecher oder über alternative Pflanzenmilch fragen. So. Was ist so deine Lieblingsspeise österreichisch? Schnitzel. Das würde ich auch sagen, nicht Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel? Von was für ein Viech? Das ist mir eigentlich wurscht. Meistens ist es Schwein, aber vom Kalb passt es. Und Süßes? Da gibt es zu viel, das kann ich dir nicht sagen. Wie ist mein Essen? Außer dem Schnitzel, was sind so die... Kaiserschmarrn. Germknödel. Schweinsbraten. Paradies. Mhm. Wäre was typisch österreichisches, oder Erdäpfel oder so. Also kulinarisch, glaube ich, gibt es einfach sehr viele Ausdrücke, die typisch österreichisch sind. Vielleicht gibt es was Menschen besonders bestellen? Eine Melange, nehme ich an, oder? Oder habt ihr eine Melange? Ja. Für uns Melange und Cappuccino ist es gleich, so es gibt keinen Unterschied, aber normalerweise ja, sie bestellen eine Melange oder ein Spener. Ein was? Ein Spener. Was ist das? Das ist doppelter Shot Espresso und, kann ich zeigen, diese Sprühsahne. Sprühsahne und das heißt Spenner? Ein Spenner. Das habe ich noch nie gehört. Ja, voll wirklich? Spannend. Ich habe gedacht, das ist eine sehr österreichische Sache. Ja, ich trinke leider gar keinen Kaffee. Okay, verstehe. Ein Wiener Schnitzel, eine Melange. Was ist ein Melange? Für die Zuschauer, die das nicht wissen. Ein Kaffee. Wie genau? Ein Kaffee mit aufgeschlagener Milch. Also besser würde ich sagen Kaffee Latte, oder? Nein, da ist zu viel Milch bei der Kaffee Latte. Also das ist schon eigene Kunst, eine Melange. Das ist eine Kunst, das können nur die Wiener. Super. Wie ist das mit der Sprache? Ich meine, in Eudersee habt ihr da irgendwie einen besonderen Dialekt? Ja, haben wir, heißt ja eh. Ja, sag mal was. Sag mal was Schönes. Irgendwas, was ich vielleicht nicht kenne. Ich bin aus Salzburg. Ich weiß es gerade nicht. Weißt du, wenn ich jetzt weggehe, fallen mir 1000 Sachen ein. Und in der Sprache irgendwelche Dialektwörter, die du kennst oder so, die speziell sind? Ja, also schon. Also ich würde sagen schon, man kann schon erkennen, wenn eine Person aus Österreich oder aus Deutschland kommt, das kann ich schon erkennen. Das hört man sofort, oder? Ja. Und irgendein Wort, das du ganz gut kennst? Ganz gut kennen, keine Ahnung. Servus. Servus, okay. Ja. Auf Deutschland, sie sagen Wasser, aber im Österreich Wasser. Ja, wie geht das? Das ist genau, sehr komisch zum Beispiel. Für mich. Ja. Wenn ihr noch mehr Übungen zu unseren Episoden haben wollt, dann schaut mal bei Patreon vorbei. Dort findet ihr weitere Aufgaben und unterstützt uns mit unserer Arbeit.
Also ich kann nur von Wien reden, Österreich, also ich kenne halt nicht alles, also ich kenne die Orte, aber Wien ist anders. Ich weiß nicht, wenn man einmal nach Wien kommt, habe ich das Gefühl, man will immer wieder herkommen. Egal wie komisch die Leute sind, es hat so eine Anziehungskraft. Ich liebe Wien, egal wie oft ich sage, scheiß Wien oder auch die Leute, ich würde immer wieder zurückkommen. Es hat so eine eigene Atmosphäre, so ein eigenes, keine Ahnung, es ist einfach geil. Cool, find ich auch total. Typisch österreichisch ist oft wandern gehen, Skifahren auf jeden Fall, viel Bier trinken. Ja, gute Frage. Also, ich bin jetzt nicht aus Österreich, aber ich hätte gesagt, jetzt auch auf die Sprache bezogen, auf jeden Fall die Dialekte und den ganzen Slang, den es gibt, auf jeden Fall. Typisch österreichisch ist für mich aus meiner Sicht auf jeden Fall auch Berge, viele Berge und auch viel Bergsport und Wintersport. Und ja, und dann halt so klassisch Sachen wie Schnitzel oder so. Was ist dann euch ein Lieblings-Wiener oder niederösterreichisches Dialektwort? Was ist sowas, was richtig typisch ist? Ich weiß nicht, ob das österreichisch ist, aber Tschuxl. Tschuxl? Ja, das ist so eine Beleidigung, so, okay. So für Idiot zum Beispiel, Idiot, ein Synonym. Ja. Das ist so ein Tschuxl, Alter. Ja, genau. Das Alter einfach überall ranhängen, wo es geht. Alter ist auch ein Wort, ja. Du, bist du aus Wien, oder? Ja, aus Wien, ja, aber... Irgendwas typisch Wienerisches oder so? Alter. Haverer. Haverer. Schießen. Das klingt fast so, wie wenn man in Wien nur schimpfen würde. Kann man bei Wienern schon sagen. Nein, ich würde gerade sagen, Alter ist sicher unsere Top-Antwort heute schon den ganzen Tag. Definitiv. Könnt ihr ein paar Dialektwörter? Sein Lieblingswort? Alter. Ich glaube, Alter war die häufigste Antwort heute, die wir bekommen. Na, schauen wir mal. Das ist typisch österreichisch. Wienerisch vor allem. Vor allem Wienerisch. I learned a little bit of dialect, was sagt er? Leiband. Super. E-Ur-Leiband. What's typical from Austrians? I don't know. They're super elegant. They're always super classy, super... sie sind elegant und klassisch. Man sagt klassisch. Ja. Yeah. Okay. Ja, klassisch, elegant, auch freundlich. Auch sehr freundlich. Nicht so in Wien. In Wien nennt man Wiener Grand, oder? Genau. Wiener Grand. Wiener Schnitzel. Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel Trachten. Genau. Ja. Haben Sie selbst eine Lederhose? Habe ich leider nicht, aber ich habe Trachtenjacken und Trachtenhemden. Ah, schön. Trage ich mit Jeans. Ah ja, das ist auch schön. Glaub, passt auch gut. Auch, ja. Und was macht Österreich besonders? Ich glaube, der Gemütlichkeit. Genau. Und ja, dass man es doch in Wien oder beziehungsweise in Österreich sicher ist. Ne? Super. Das ist, voll. Was ich dazu sagen genau. Super. Kann. Super, vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck gewinnen, wie die Österreicherinnen und Österreicher so ticken und was typisch österreichisch ist. Wenn ihr etwas habt, das ihr typisch österreichisch findet, schreibt es uns in die Kommentare. Und ich sage, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.